Moin Leute! Lars und ich haben uns zerstritten. Wir haben eine Wand zwischen uns gebaut. Ich wusste das gar nicht, dass wir uns zerstritten. Und deswegen werden wir jetzt eigene Tischvideos drehen. Jeder hat seinen eigenen Tisch. Hey! Bleib bei dir. Ja, das ist laut, wenn du schreist. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Gleich werden uns Gegenstände hierher gebracht und der andere muss dem anderen zuhören, wie er diesen Gegenstand beschreibt. Der andere weiß aber nicht, welchen Gegenstand er tatsächlich in der Hand hat und ob derjenige bei der Beschreibung des Objektes lügt oder nicht. Wenn derjenige sozusagen es nicht richtig erraten hat, kriegt er einen Spritzer von unserer Wasserpistole direkt ins Gesicht. Ich hab die Gun. Er hat die Gun. Okay. Oh, die Gun. Drip, 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 drop. Komm und hol. Besser einen. Okay. Noch nicht jetzt. Erst wenn ich falsch erraten habe. Okay. Hast du deine Sache? Ja, ich habe meine Sache. Oh, das ist schon sehr schwierig zu erraten. Also es ist sehr weich. Okay. Hat aber an manchen Stellen harte Flecken. Harte Flecken, okay. Also so harte... Es ist sehr weich. Es ist relativ weich, sage ich mal. Es ist relativ weich. Ja, doch, es ist schon... Es ist hart, aber es ist trotzdem so gummiartig weich. Und an manchen Stellen hat es so Plastik. Ist es ein Ball? Nein, das ist kein Ball. Es ist kein Ball. Okay, und ich muss erraten, ob du jetzt lügst oder nicht. Ja, ja, du musst es jetzt herausfinden. So. Dann würde ich sagen, so, man kann damit schon gewisse Reparaturarbeiten fabrizieren, würde ich sagen. Man kann Es ist ein Werkzeug? Ja, es ist schon eine Art Werkzeug, aber was für ein Werkzeug denn genau? Ein weißes Werkzeug mit Flächen, die ein bisschen hart sind. Wie kommst du da drauf? Hey, du hast doch gesagt, das ist ein weißes Dings. Hä? Soll ich mal draufklopfen vielleicht für dich? Ja. Okay, ich klopfe mal drauf und dann hörst du mal. Und das ist ein Werkzeug. Kann man damit was tackern? Roman? Okay, pass auf. Ich mach nochmal. Es ist ein spezielles Werkzeug, aber damit kann man im Prinzip Sachen reparieren, aber ich kann nicht mehr verraten, weil sonst wüsstest du es. Es ist eine besondere Art von Werkzeug. Es ist ein Tacker-Rausreißer. Wenn ich an Werkzeug denke, denke ich eigentlich... Ich sage, du lügst! Was? Ja, ich sage, du lügst, weil du hast nämlich deine Farben und so, du hast gesagt, weiß mit harten Stellen, weiche Stellen. Ich hab nicht weiß gesagt. Einfach gelogen. Ist es gelogen gewesen? Nein, es war die Wahrheit. Was? Das ist ein Werkzeug. Roman hat verloren. Lars hat verloren. Lars hat zu einem Schraubenschlüssel gesagt, dass der weich ist. Hör dir das doch mal an. Das ist weich. Das ist gummiweich. Weich, weich. Guck mal, weich. Oh mein Gott, das ist weich. Ich glaube, ich möchte direkt darauf schlafen. Oh. Ich habe nicht gelogen. Du hast gelogen. Mhm. Gib mir diese Wasserspritzpistole. Ich habe die Wahrheit gesagt. Gib mir diese Wasserspritzpistole. Okay, wir gehen in die nächste Runde. All that you want. Okay, du kannst. Ja. Also, es ist weich. Mhm. Du lügst. Aber auch an manchen Stellen hart. Aber es ist mehr weich. Ein Schraubendreher. Es ist kein Schraubendreher. Es hat so ein Etikett dran mit einer EC-Beschriftung mit dem Zertifikat 71123. Es ist überall. Kannst du mal dagegen klopfen? Ja. Und? Wenn das jetzt wieder dieser Schraubendreher ist, ist es ein Werkzeug? Nein. Aber hör zu. Oha. Genau. Oha, keine Ahnung. Ich sag, du lügst. Okay, aber kannst du den Gegenstand erraten? Ich hätte gesagt, es ist ein Portemonnaie oder sowas. Du sagst, ich lüge und du sagst, es ist ein Portemonnaie. Ja. Aber es ist wahr, denn es handelt sich um ein Chicken! Aber wo ist es denn? Ach stimmt, es ist hier weich und es ist hart. Jetzt aber du jetzt hast gelogen, mein Schuss! Nein, das war wahr. Das war wahr. Aber wie fühlt sich das an? Willst du noch einen Schuss haben? Nein, auf. Ich kann dir in den Rücken reinschießen. Nein. Du bist. Der Rücken. Nein, hör auf. Es war... Du Penner. Keine Angst, ich trockne dich ab. Mit dem Huhn. Okay, let's go. Ich komm hoch. Okay. So, ich fange jetzt schon mal an und du darfst schon mal hören. Okay. Okay. Es handelt sich also um einen weichen Gegenstand. Warte, ich zeig's nochmal. Und Achtung. Es sind zwei Dinge, aber du wirst nicht erraten, was das für zwei Dinge sind. Aber warte mal, warum sind es zwei Dinge? Passen die Dinge zueinander? Relativ. Je nachdem. Also wenn du es magst, dann magst du es. Wenn nicht, dann magst du es nicht. Ich kann die zwei Gegenstände zusammenführen und dann ist es ein nicer Gegenstand. Soll ich mal die Gegenstände zusammenführen? Ja. Okay. Okay. Jetzt sind diese Gegenstände zusammengeführt. Und jetzt hör es dir an. Der andere ist jetzt unwichtig.
Digga, ist das eine Sahnesprühflasche, die du da hast? Also das war schon richtig, ja, würde ich sagen. Aber es ist noch was anderes. Aber es war schon richtig. Ich will dich nur verwirren. Ah, du hattest einmal Sahne und einmal eine Sahnesprühflaschendose. Was? Was passiert da auf der anderen Seite des Raums? Was? Es ist was zu essen. Wenn es heiß ist, ist es nice. Dafür brauchst du das. Es reimt sich sogar auf. Sahne? Nein, es reimt sich sogar auf heiß. Reis. Alter, du bist so dumm. Wirklich. Man kann es essen. Den anderen Gegenstand auch. Beides. Sahne und Burger. Ich sag's dir. Willst du es sehen? Sahne und Waffel. Oh mein Gott. Ja, es ist richtig. Das ist eine Waffel. Echt? Ja, es ist eine Waffel. Sahne, Waffel? Ich hab gedacht, du findest es nicht raus. Oh mein Gott, wirklich? Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Gewusst? Oha, damit habe ich gewonnen, oder? Wow, ich hab's einfach geraten, Digga. Yeah! Aber wie konntest du wissen, dass es eine Waffel ist? Es ist unmöglich, dass du das weißt. Du hast die ganze Zeit gesagt gehabt, Sahne und Waffel. Nein, hast du nicht. Du hast gesagt gehabt, das reimt sich auf Sahne. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gesagt habe. In die nächste Runde. Okay, also ich bin ready. Ja. Also, um was handelt es sich? Sag mir mal genauer. Es handelt sich um ein Pappestück. Mhm. Es ist blau, größtenteils. Mhm. Es kann von alleine stehen. Mhm. Es hat zwei Beine. Du willst mir jetzt sagen, dass du ein blaues Pappestück hast, was auf zwei Beinen stehen kann? Ja. Es hat eine Auswölbung zusätzlich zu den Beinen. Was? Und Augenbrauen. Was? Ich hätte jetzt gesagt, das ist Professor Nase als Pappe? Nein. Ha. Erzähl weiter. Es hat eine Nase. Hä? Eine große Nase. Jetzt willst du mich veräppeln. Ja, okay, du hattest recht. Hatte ich es recht? Ich hatte sogar komplett recht gehabt. Lol. Ich hatte sogar ja komplett. Oha, der ist voll cool. Den haben wir mal von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Wuhu! Ja, komm, baller mich ab. Ich hatte ja mega recht gehabt, Mann. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Ah! Ich hab aber das wie nicht! Krass? Ich kann das nicht! Nein. Ah! Was ist, Mann? Was ist dein Problem? Du! Mal gucken, ob du es errätst, Mann. Okay. Du musst nur sagen, ob ich lüge oder nicht, okay? Okay. Also, es ist ein Gerät. Es ist ein Elektrogerät. Mit diesem Elektrogerät kann man sozusagen ein bestimmtes Ambiente erzeugen. Ambiente erzeugen, okay. Ja, man kann ein bestimmtes Ambiente erzeugen. Wird halt oft so effektmäßig an Halloween oder sowas mal manchmal benutzt. Oder an Partys vielleicht auch. Ist das ein Seifenblase-Spendegerät? Es ist so ähnlich, aber nicht ganz. Soll ich mal kurz draufklopfen? Ja. Damit du hörst. Das hat sich aber nicht ganz nach Elektronik angehört. Ja, es ist ja auch aus Plastik. Komplett elektronisch. Kannst du es anmachen? Soll ich die... Ja, ich habe keinen Stecker hier, deswegen kann ich es nicht anmachen. Ich kann kurz mal Dings, hier so eine Luke öffnen. Ja. Yeah. Ah, ich krieg's nicht auf. Also hier Knopf. Warte, wo ist denn der Knopf? So, hast gehört? Knopf? Ja. Okay, und ansonsten kann ich mal auf den Tisch hauen. Also ich würde sagen, du lügst nicht. Du sagst, ich sag die Wahrheit. Ich sage, du sagst die Wahrheit, du hast wirklich ein Elektronikgerät in der Hand. Okay, ja gut. Was? Was hattest du denn da? Ich hatte die Wasserspritzpistole in der Hand. Oh nein! Aber ich habe versucht, so sneaky wie möglich. Oh mein Gott! Oh, ich habe gedacht, du hast wirklich eine Seifenblasenmaschine. Nee, oh mein zum Gott. Glück hast du es nicht erraten, zum Glück. Du hast mich richtig dran bekommen. Oh mein Gott, Alter, habe ich gar nicht gewusst. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Okay, ich bin ready. Oh, okay. Also, ich habe hier ein Gerät, ja, welches man verwenden kann. Gerät heißt... Es ist elektrisch? Man kann es elektrisch verwenden, mhm, aber dieses Gerät ist zum Putzen gemacht. Was? Eine Zahnbürste? Es ist nicht direkt eine Zahnbürste. Es ist eine Bürste. Nein, keine Bürste zum Haarekämmen. Etwas anderes. Es ist schwarz. Erklär mal weiter. Innen drin befindet sich eine Flüssigkeit und die ist gelb. Was? Hau's mal auf den Tisch. Okay. Ich glaube, du sagst die Wahrheit und das ist Spülmittel. Okay. Okay? Bereit? Ja. Okay. Da. Es ist Haarspray! Ist es eben gelb? Nee, Mann, ich hab gelogen. Du hast auch gesagt, dass es außen schwarz ist. Ich hab gesagt, gelb. Es ist außen schwarz und dann später habe ich gesagt, es ist innen gelb und dann hast du gesagt, ja, das ist Spülmittel. Das ist Spülmittel. Ja, okay, komm.
Ich hab nur gewartet, bis ich die Augen aufmache. Oh, das ging voll in die Nase. Mann. Oha, das ist sogar ein bisschen umhin gesprüht. Oh nein! Ich hab einfach ein Schutzschild benutzt. Oh, oh, du musst aufpassen, da sind Batterien hinten dran. Ist doch egal, da bringt es am besten weg. Ah, hör doch auf! Leg das Ding jetzt weg. Okay, Leute, das war Lügen oder nicht Lügen, das war unser neues Konzept. Und schreibt mal in die Kommentare, wie heiß es bei euch ist, weil bei uns ist gerade 36 Grad und es geht noch heißer. Ciao, ciao. Tschüss.